So, liebe Leute, weiter geht's heute mit dem Sepang Track Day. Und ich bleib bei meinem Pagani. So, es sind insgesamt 6 Runden hier in Sepang. Das heißt, ein bisschen länger dauert das ganze Ding. Naja, schauen wir mal, wie wir es heute hinkriegen. Es ist auch nur das eine Rennen heute. Und dann sind wir bald durch mit dem großen. Also mit dem Chris, Season 2. Sondern auch noch 4 Events. Experten für alles, was Motorsport betrifft. Womit sollten wir hier rechnen? Vielen Dank, Alex. Also, wir haben hier eine klassische Rennstrecke. Wir sehen ja bei der Grid World Series alle möglichen Veranstaltungsorte und Rennarten, aber Strecken wie diese wurden speziell für Rennsport designt, gebaut und getestet. So, das Rennen hier bei der Grid World Series wird gleich losgehen. Vielen Dank, Kristen. So, wir starten. Fliegen wir schon auf 14. Naja, mal gucken. Okay, jetzt ist. Ach komm, da habe ich noch nichts getan. Aber ich meine, mit der Liga ist auch 1 vorne, aber. Da wurde ich abgeschossen, weil der kam mir nun wieder rausgezogen. Angreifen. Ich geb's weiter. Naja, dann müssen wir mal gucken. Im Moment ist Angreifen nicht möglich. Wie die Strafformel aussieht, weil ich das mal absetzen. Na, jedenfalls führen wir. Ziemlich gewaltig. Ich habe Anweisung gegeben, um eine höhere Position zu kämpfen. Angreifen scheint gerade nicht möglich zu sein. Ja, da kann man gar nicht so gut zu in die Position. Es gibt keine Rivalen in diesem Event. Guter Start. Bleib an der Spitze. Verstanden. Angreifen. Ich gebe es weiter. Im Moment ist Angreifen nicht möglich. Schade. Okay, Angreifen. Ich versuch's weiterzugeben. Angreifen scheint gerade nicht möglich zu sein. Ja, wie auch immer der nicht möglich ist. Wie soll die Jungs ein bisschen wohnen? Ich hätte nur 4, 5. So. Ja, das gibt doch etwas längere Fahrpause. Ja, Fahrstrecke. Jetzt sind es noch 4 Runden. Ja.
Das ist okay, es wird angegriffen. Ein bisschen vorarbeiten kann, so wie es ein Auto noch kassieren kann. Es gibt momentan nur 12. Dann gab es da irgendwo eine Karambolage. Da ich wahrscheinlich auch eine Strafe erwarten werde. Aber ich hoffe, dass das reicht, um den ersten Platz zu holen. Wir haben jetzt einen Absatz davon, oder? Noch zwei Runden. Raus. Jetzt haben wir leider nicht das geschafft. Verstanden.
gebe Anweisung zum Angreifen. Ja, versuch's doch mal wenigstens ein bisschen. Angreifen scheint gerade nicht möglich zu sein. Ich hab so 12 vor. Aber wir haben natürlich ein bisschen Zeit verloren jetzt. Rausgekommen. Aber ich hoffe, dass wir noch Minimum noch 6 Sekunden schaffen bekommen. Ich hoffe, dass es trotzdem reicht, um das Rennen nach Hause zu fahren. Okay, Angreifen. Ich geb's weiter. Das ist zumindest. Im Moment ist Angreifen nicht möglich. Gleich in die letzten Meter dieses Rennen. Jetzt Kurve, dann haben wir es. So, jetzt die große Frage, was kriegen wir noch als Zeitstrafe? Es reicht jedenfalls, um das Ding zu gewinnen. Das ist erstmal die Hauptsache. Aber was? 3 Sekunden haben wir nur gekriegt. Okay, dann haben wir nicht viel. Dann hat er wahrscheinlich der Anfang. Aber das ist egal, wir haben es trotzdem geschafft. Das ist das Wichtigste. Leider nur auf 11 der Teamkollegen noch in den Ziel gekommen, aber da muss irgendwas vorgefallen sein. Definitiv muss da was vorgefallen sein. Na egal, Passion. So, okay, gut, irgendwas haben wir es geschafft. Und trotzdem reicht es für ihn auch irgendwie aufs Sprinttreppchen mit zu hüpfen. Okay, da sah nur so aus, war es nicht. Anders falsches Auto. Na, schade, aber egal. Gut, dann würde ich sagen, mal Feierabend. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder und dann geht's ins Finale der Season 2. Bis dahin, oder ab der nächsten Folge, sagen wir es mal so. Dann sind es nämlich noch 4 Aufnahmen. Und dann passt das auch. Wir sehen uns dann wieder. Bis dahin. Und dann geht's auf jeden Fall weiter mit der Modern Service für Rayrika. Morgen um 14 Uhr.